Punks sterben nie. Helden sterben nie. Willkommen bei Crimson. Willkommen auf Requiem. Episode 2, Kapitel 4, Pelican Down, Sniper Alley. Feuerteam Crimson wurde abgeschossen. Weitere Entwicklung der Lage unklar. Das war's? Echt jetzt? Ja. Oh Mann. Wobei, weitere Entwicklung der Lage unklar ist eines unserer Ziele. Also weiterhin im Unklaren bleiben, Spartans. Weiterhin im Unklaren entwickeln. Weiterhin das Unklare entwickeln. Ich muss ja trotzdem so vorstellen, weißt du, wie sie so abgestürzt sind und dann erstmal das Mission Briefing lesen müssen, so zu dritt im abgestürzten Pelican, so. Und was müssen wir jetzt tun? Spartans, ihr wurdet gemacht zum Handeln, nicht zum Denken. Was zur Hölle hat sie runtergeholt? Da sind Flachs in der Gegend. Lagebericht, Miller. Lebt da unten. Voll der Commander. Vor allen Dingen, dass wir nicht gesehen haben, wie wir abgestürzt sind. Alle IFF-Tags von Crimson sind aktiv. Sie sind noch da. In einem Stück. Ja. Aber Feinde bewegen sich auf sie zu. Wer braucht schon? Wir sind aus dem Himmel gefallen. Wir sind mit Jetpacks hingeflogen und wurden dann abgeschossen. Wird erledigt. Die Ehrschicht müsste den Aufprall gedämpft haben. Ich weiß nicht, Sergeant Major. Ruft ein Veto, die sie wieder hochkriegen. Wir lassen sie nicht. Was ist mit Elton passiert? Ja. Tun sie nicht! Verrückte Bastarde! Warum springen sie immer? Irgendwann werden sie auf etwas landen, das genauso wenig nachgibt wie sie. Ich fege da nicht alles auf, weil sie drei Leute sind. Crimson, der Gebieter ist auf unserer Seite. Der Gebieter ist nicht da! Eine Gedenkminute für den Gebieter. Richtig, er ist krank. Er muss erst genesen. Also eine Gedenkminute braucht ein bisschen länger. No. Real serious. Miller, markieren Sie das Ziel für Crimson. Markieren Sie das Ziel für Crimson. Oh nein. Oh Gott, schaut euch die Sniper an. Das ist nicht mehr schön. Das ist verboten ist das. Alter. Ah! Ist das vielleicht der Grund, warum die Map Sniper Alley heißt? Ich bin mir nicht sicher. Hm. Well, not sure about this. Die Sniper. Oh, hier sind Beam Rifles, ne? Wisst ihr schon, ne? Ach Quatsch, echt? Wow! Ja. Irgendwie 3 Millionen tote Sniper, hier sind Beam Rifles. No shit, ne, ich meine da in der Waffenkiste. Ach. Das ist ein Scharfschütze. Ihr seid auch schlau. So, die Waffen. Nein, hier in dieser Waffenkiste! Ah! Oh. Welche Waffenkiste? Geil, kannst du sie mir nochmal zeigen? Bei der Entfernung bei den Gegnern hättet ihr auch ganz einfach irgendwie A benutzen können. Ist ja so, ich hab ja schon alle getötet und dann ist plötzlich die Rede von irgendwelchen Snipern. Shit! Ihr könntet mir auch helfen. Ja, warum, auf der Nicht Brücke, alleine vorpreschen, Spartan! Auf der Brücke, wo wir, vorhin rübergegangen sind, sind immer noch Feinde. Und du warst bereits woanders, deswegen bist du auch gestorben. Wie, du liegst hier unten, voll mit Blut. Ich war One-Shot und ich dreh mich um, dann kommt einfach so eine Beat, dann schlägt mir direkt ins Face und ich bin tot. Direkt ins Face. Hallo, Face war das mein Mann. Auf was schießt dieses Luftabwehrgeschütz? Auf Wolken. Auf die Luft. Es ist ein Luftabwehrgeschütz. Es wehrt die Luft ab. Finger rein und durch bitte so. Wo müssen wir hin? Ja, es sind nur diese Finger rein Knöpfe, wo man immer den Finger rein. Ich hab das Geschütz deaktiviert, aber okay. Hier ist oh nein. Commander, ich habe das zweite Geschütz in der Nähe von Crimson entdeckt. Hier sind Mini-Dinos. Auf Hilfe. Fertig. Da
Au! Da war irgendwas mit Flak, was mich einfach instant getötet hat. Ein goldener Elite zum Bleistift. Und unsichtbare Elite. Oh Gott, sind. Ach du Scheiße, sind das viele Feinde. Wow, was geht hier vor sich? Oh, Alter, diese Generals sterben auch einfach gar nicht. Ihre Liebe fürs Detail ist eine ihrer wenigen wirklich guten Eigenschaften. Oh Gott, und die Sniper machen es jetzt noch richtig schlimm. Die halte ich jetzt eigentlich gar nicht mal so für das Problem. Lol. Wir sehen, wie dieser Grunt mir taktisch ausgewichen ist. Er ist nicht ausgewichen, er ist einfach auf die Plattform gesprungen. Taktisch ausgewichen. Ah, oh Gott, wovon denn jetzt schon wieder? Oh Gott, das sind Flakke. Hier sind noch jede Menge andere Probleme, wie du es vielleicht schon gemerkt hast. Zum Beispiel die Generals, die gehen mir schon eher auf den Sack. Oh, der geht noch so One-Shot, ey. Nee, er lebt immer noch! Tot. Ich habe eine plasmatische Pistole. Meine Fresse! Fuck! Ich muss hier ganz schnell weg, ich muss hier ganz schnell weg. Sein Schwert ist natürlich ganz weg. Oh Gott! Oh Gott, er hat er gerade. Oh Mann. Oh Scheiße, Jäger. Oh shit! Warum immer, wenn ich irgendwo hingehe, so 2 Meter weiter, kommen direkt 1000 Granaten oder 10 Eliten oder so? Das ist so krass gerade. Oh Gott. Die Musik ist einfach zu. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Das ist sie. Oh Gott! Alter, ich hasse es. Was? Ich hab ihn gefragt. Niceste Leistung in der Karriere von Pferd. Elo-Karriere. Ja, seine Karriere hat eine Karriere. Oh. Na, noch mehr Eliten. Die Story-Modus in Tony Hawk nicht auch so eine Karriere. Story. Oh Gott, da lebt ja immer noch ein Jäger. Das ist ein neuer, glaube ich, schon fast. Oder? Ne, die sind zu zweit. Yeah. Einen habe ich getötet. Achso, okay. Okay, den anderen habe ich jetzt. Nein! Ich dachte, das wäre quer, sorry. Ich bin ja mal nicht ein Mensch! So, haben wir es dann mal. Alter, was geht mit den Texturen meines VRs ab? Das sieht so gequollen und scheiße aus. Wenn ich die Karte richtig verstehe, befinden Sie sich nahe bei einem Durchgangs. Oh Gott, die Textur ist richtig matschig. So hätten Sie ziemlich problemlos zur letzten bekannten Position der Forscher. Was ist denn da los, ey? Psst. Sie haben's gehört, Crimson. Los geht's. Das heißt bitte Ruhe, nicht psch. So. Bitte Ruhe dauert aber zu lange. Kapitel abgeschlossen. Boah, ich hab voll Hunger, ich hab noch nichts gegessen. Werden Sie es schaffen, das Forscherteam zu erreichen? Werden Sie es retten? Werden Sie evakuiert werden? Dies und mehr erfahren Sie in der nächsten Episode.